Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie kann ich mich von einem wirklich schweren, malignen, bösartigen Narzissten trennen, ohne dass es noch mehr Katastrophen gibt und dass es möglichst leicht und unkompliziert, so gut es möglich ist, abgeht? Wenn es wirklich aus ist mit einem narzisstischen Partner, wenn klar ist, da ist nichts mehr zu retten, der wird auch nicht mehr, der ist zu sehr narzisstisch oder sie wird auch nicht mehr, sie ist furiös, ja, wenn es dieses Wort gibt, und es ist einfach alles total zerstört, es geht nur noch gegen den anderen und es ist nur noch verletzend bis zum Anschlag und verdeckt und offen und alles, was man sich eben nicht vorstellen will, aber leider total oft passiert. Und ich bin total glücklich, dass endlich jetzt auch die Sozialämter, die Jugendwohlfahrtsbehörden und auch die Richter und Anwälte im Narzissmus geschult werden, habe ich jetzt eben gehört. Da bin ich total froh, weil es ist super notwendig, weil so viele haben noch immer keine Ahnung von Narzissmus. Und deshalb ist es mir so ein Anliegen, dass es einfach vermittelt wird und dass es klar wird, dass es wirklich eine schwere Persönlichkeitsstörung ist, wenn klar ist, da kann sich nichts mehr ändern, das ist Verfahren. Wenn noch klar ist, da kann sich was ändern, ist wunderbar. Aber wir sind jetzt hier in dem Video, dass sich nichts mehr ändert, gar nichts mehr ändert und dass man die Beine in die Hand nehmen muss und weglaufen muss. Aber wie läuft man denn weg? Das ist gar nicht so einfach. Weil wenn es klar ist, dass es aus ist, dann wird der Narzisst oder die Narzisstin so richtig böse. Warum? Weil dann merkt die Person, jetzt ist aus und jetzt habe ich plötzlich die ganzen Annehmlichkeiten, die ich bisher hatte, nicht mehr. Also Klassiker, ich kriege nicht mehr mein tägliches Essen, die Wäsche wird mir nicht mehr gewaschen, ich muss vielleicht ausziehen aus dem schönen Haus, wo ich sein kann. Jetzt war gerade das ganz tolle Motorrad, das in der Garage der Freundin steht, das wird nicht weggeräumt. Ja, das bleibt natürlich drin, weil es gibt noch keinen anderen Garagenplatz. Lauter solche Sachen. Und die Freundin war so mutig, hat einfach das Motorrad vor die Tür geschoben, draußen hingestellt. Ja, so schnell konnte man gar nicht schauen, war es dann doch weg. Warum sage ich das mit so einem Lächeln? Weil man sieht dann, worum es dem Narzissten geht. Der ist dann total mit sich beschäftigt, leckt dann seine eigenen Wunden und schaut dann nur noch, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Der ist überhaupt nicht in der Lage, auch wahrzunehmen, was brauchen andere, wie kann man sich reif trennen. Deshalb, erster Punkt, erwarten Sie nicht, dass Sie sich reif trennen können von einem Narzissten. Es geht nicht, ist völlig sinnlos und ist auch gar nicht zu erwarten, weil der Narzisst ist voll mit sich beschäftigt. Und voll meint wirklich voll. Wenn er noch Kraft über hat, und es gibt auch solche Spezialisten, die da noch Kraft über haben, wird der Narzisst alles tun, um ihnen zu schaden. Und zwar Vollgas ihnen zu schaden. Manipulativ, offen, mit Hilfe von, indem er andere Verwandte und Angehörige und so weiter einbezieht und sie aufhetzt gegen sie, dass sie dann dastehen als die an allem schuld ist oder die auch noch das Leben noch schwerer macht, was man sich alles ersparen hätte können, was das alles für Geld kostet. Also die ganze Bandbreite, die man sich nicht oder vielleicht schon vorstellen kann, wird da dann ausgepackt. Das Wichtigste in dieser Phase ist, Ihre Entscheidung steht fest, es ist Gott sei Dank vorbei, endlich vorbei und ich höre nicht auf die anderen, geht gar nicht, ich gehe jetzt ganz stur meinen Weg in einer möglichst aufrechten Haltung und in einer möglichst guten inneren Gelassenheit und in einer konzentrierten Ruhe. Und das Wichtigste, Sie nehmen es bitte nicht persönlich. Der wird alles tun, um Sie zu verletzen oder die Frau wird alles tun, um Sie zu verletzen. Wichtig ist, nicht persönlich nehmen. Ist nicht mein Ding. Völlig egal. Ich bin froh, dass ich durch bin und ich gehe da jetzt auch nicht mehr zurück. Ich schaue da auch nicht mehr zurück. Ich gehe weiter. Ich gehe raus aus der Situation. Ich jetzt rausgehe aus der Situation, bin auch bereit, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Es kann sein, dass man sich vorher ausgemacht hat, was dann alles aufgeteilt wird und wie viel man dann noch bekommt an Alimenten oder an Unterstützungen oder an Unterstützungsleistungen, dass man auszieht und es wird ein Auto zur Verfügung gestellt und so weiter, wird alles nicht mehr stattfinden. Vergessen Sie es, ja? Das muss man dann einfach investieren, hat keinen Sinn, da jetzt dann noch traurig zu sein, da jetzt noch dran zu hängen. Es ist vorbei, es ist fix vorbei und da wird auch nichts mehr kommen. Hauptsache, Sie kommen
irgendwie raus, ja. Also oft kann man auch gar nicht so viel mitnehmen dann, ja. Egal, Hauptsache sie sind draußen, Hauptsache sie retten ihr Leben. Das muss man dann in dem Fall tatsächlich sagen und sie können irgendwo anders in Ruhe endlich wieder neu starten und wieder neu leben lernen, weil das haben sie mit dem Narzissten, mit der Narzisstin wahrscheinlich verlernt. Kurzer Sidestep, wie machen es Frauen, wenn narzisstische Frauen dann den Mann noch versuchen, total zu zerstören, sie werden ihn überall schlecht machen, auf eine Art und Weise, dass der Mann sich schlechter wehren kann, weil oft ist der nicht-narzisstische Mann dann eher ein stiller, ein ruhiger, der dauernd nur serviciert hat und der dauernd unterstützt hat. Und dann ist es dann ganz oft so, dass die narzisstische Frau dann halt wirklich versucht, ihn noch einmal zu diskreditieren und zu vernichten, was der narzisstische Mann sowieso immer tut. Übrigens, da sage ich auch noch einiges dazu, auf einem Online-Kongress, der gratis ist. Der Kongress heißt Bye-Bye Narzissmus. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link zu diesem Kongress. Der startet am 17. April und ich lade Sie einfach drauf zu klicken und sich die ganzen Speaker anzuschauen. Ich bin auch einer der Vortragenden. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch dort sehen. Ich glaube, es ist, gerade wenn jemand betroffen ist von diesem Thema, eine Hilfe. Wenn Sie jetzt draußen sind aus dieser furchtbar manipulativen, belastenden Beziehung, ist der erste Schritt, froh zu sein, dass Sie draußen sind und nicht wieder zurückzukehren, ja. Das ist nämlich die Hauptgefahr, dass man sagt, doch nicht so schlimm, ich fange doch nochmal an. Meistens sind sie, die sie nicht narzisstisch sind, leider co-abhängig vom Narzissten und damit indirekt gefangen. Was mich auch total gewundert hat jetzt, war, dass eben eine Person ist jetzt zur Polizei gegangen, hat den Mann wegweisen lassen, weil katastrophale Dinge passiert sind mit Gewalt ohne Ende, ja. Und es ist dann keine Klage gekommen. Also der Mann hat weiterhin das nicht beachtet, hat weiterhin sie gestalkt und alles Mögliche, ja. Und sie hat keine Klage gekriegt, ja. Also der Mann hat keine Klage gekriegt und sie hat keine Durchschrift bekommen. Und dann ist sie zur Polizei gekommen und gesagt, wieso, wäre ich da nicht ausreichend geschützt, dann sagt der Polizist, weil so viele Frauen wieder die Klage nach einigen Tagen zurückziehen, warten wir ab, ob es die Frau ernst meint. Wahnsinn, ja? Also das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass die meisten Frauen die Klage wieder zurückziehen. Warum? Weil sie so abhängig sind, weil der Mann sie so manipulativ, narzisstisch, brutalst unter Druck setzt, dass dann nachher die Frau sagt, okay, ich gebe auf und bevor ich wirklich die Hölle da auf Erden habe, akzeptiere ich eben die halbe Hölle hier auf Erden und er darf wieder einziehen oder er darf wieder alles weitermachen wie bisher. Und dann hat diese Frau, die das Gott sei Dank auch mit meiner Hilfe durchgezogen hat, eben gesagt, das gibt's ja nicht, wieso machen Sie das nicht? Er hat gesagt, dieser Polizist hat gesagt, in seinem beruflichen Leben, und das war schon mittelalterlicher Polizist, gab es erst zwei Frauen, die die Klage nicht zurückgezogen haben. Wow, was ist da passiert bitte? Wie stark muss diese narzisstische Persönlichkeitsstörung sein und wie stark muss diese Co-Abhängigkeit sein, die Abhängigkeit vom Narzissten, dass da überhaupt keine Chance geht, rauszukommen? Okay, Sie sind stark genug, Sie nehmen es nicht persönlich, Sie sind froh, dass Sie da rauskommen, Sie kehren nicht um und machen nicht wieder denselben Fehler, den Sie vielleicht schon 20 Mal gemacht haben, auch wenn Ihre Gefühle so sind, dass Sie denken, wieso kann ich den nicht zurückhaben und er war auch mal nett und es gab auch mal schöne Zeiten und dann kommen alle guten Sachen. Wenn der mit Ihnen nicht spricht, ist es schon ein Glück. Wenn er mit Ihnen spricht und Sie manipuliert, werden Sie noch mehr geschwächt. Deshalb bitte mit ihm nicht reden. Bitte blockieren. Bitte versuchen, dass er nicht wieder rein ins Haus kommt. Das ist super gefährlich. Also Polizei um Hilfe bitten, dass er weggewiesen wird, ja. Aber dann nicht das wieder aufheben, ja. Weil sonst werden sie selber nicht ernst genommen, nehmen sich selber nicht ernst. Und ich verstehe schon, da hängt viel dran. Da hängen vielleicht Kinder dran, da hängen materielle Werte dran und so. Ja, schon. Aber wollen Sie ein neues Leben starten? Schauen Sie sich an, wie furchtbar das in den letzten Jahren war. Das war einfach kein Leben mehr. Deshalb, ja, sie haben ihn mal geliebt, ja, oder sie haben sie geliebt, ja.
Aber jetzt ist es einfach Schluss, weil der Bogen ist überspannt, der hat viel zu viel sich geleistet, es geht nicht mehr. Gut, sie sind jetzt stark genug und haben das durchgezogen. Der Täter, muss man wirklich sagen, die Täterin ist weg und sie sind durch. Es kommen trotzdem noch Angriffe, es kommen trotzdem noch SMS, es kommen trotzdem noch irgendwelche Schikanen. Ja. Ich habe jetzt jemand gehabt, da war am Autositz, ja, war alles voll mit Silikon eingeschmiert, damit, wenn man sich draufsetzt, die Kleidung ganz sicher kaputt ist von und man dann auch nicht nach ins Büro gehen kann, so, ja. Also es gibt so viele dann noch Bösartigkeiten. Jo, ist so, macht nichts. Macht deshalb nichts, weil sie sind durch und sie sind raus. Wie komme ich jetzt da bleibend raus? Ja? Holen Sie sich bitte unbedingt Hilfe, informieren Sie sich überall, wo Sie auch gratis Hilfe bekommen können. Es gibt eben diesen bei Narzissmus-Kongress, es gibt so viele mittlerweile gute Videos, wie man rauskommt aus so einer Abhängigkeitsstruktur. Ich finde es gut, wenn Sie auch der persönliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ich bin auch gern für Sie da, um Sie da zu begleiten. Und ganz wichtig, es gibt bitte, bitte kein Zurück. Das ist wie bei einem Süchtigen. Also es kann sein, dass Sie auch eine Suchttendenz haben, wieder zu diesem Menschen zurückzugehen, der Ihnen so viel auch gegeben hat. Ja? Mir hat mal eine Frau, die es geschafft hat, raus, hat gesagt, ich habe nie so viel Liebe empfangen wie von diesem Menschen. Ja, stimmt, der kann, wenn er will, enorm viel lieben. Er kann auch, wenn er will, und bitte erinnern Sie sich daran, enorm viel hassen, enorm viel zerstören, enorm viel kaputt machen, enorm viel Ihnen wehtun bis auf die Knochen. Und an das muss ich mich erinnern, ja. Jo, er hat schon mal auch lieben können. Und wenn er dann wiederkommt und sagt, ich möchte wieder von vorne anfangen und ich liebe dich so wie am Anfang und so, ja, bitte nicht glauben, weil wenn ein Narzisst wieder sein Opfer kriegt und er ist sich des Opfers wieder sicher, bah, dann dreht er wieder um und dann ist wieder brutalst. Brutalst. Deshalb bitte raus aus dieser Haft, aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Sucht auch nach ihm. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Unten in der Videobeschreibung finden Sie alle Infos. Herzliche Einladung, da einfach reinzuklicken. Kostet nichts, es ist über mehrere Tage und es ist immer jeden Tag, sind alle Vorträge gratis. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und alles Gute Ihnen, dass Sie es durchhalten.